Willkommen bei einem weiteren Döner-Testvideo auf YouTube Deutschland. Heute testen wir Pumakale. Wie heißt es nochmal? Pamukkale. Auf jeden Fall testen wir heute in Wolfratshausen, Nähe München, im Landkreis Bad Tölz, einen Laden, der wurde mir empfohlen. Ich glaube 15 Minuten, dann bist du in München jetzt von hier, oder? Legen wir jetzt los, viel Spaß und willkommen in Wolfratshausen. Danke. Wolfratshausen, Autofahrer sind nett. Hört ihr das? 36 PS unter der Haube. 900 Newtonmeter. 6 Zylinder. Auf jeden Fall sind wir da, Freunde. Pamukkale. Was ich schon mal hier übertrieben nice finde, bevor du in den Laden gehst, hast du schon mal so eine dicke Tafel direkt, wo du die Preise abchecken kannst. Preise und was sie so anbieten. Es gibt Döner-Kebab, Döner-Vegetarisch, Döner-Teller, klein, groß, Dürüm, Dürüm-Vegetarisch, vegan sogar, auch nicht schlecht. Börek, Calamari-Sticks oder Stück und Mini-Feinkost. Was findest du nicht? Willst du Dürüm probieren? Ja. Beides ganz schlecht. Dürümbrot und Dürüm. Döner und Dürüm. Machst du Brot alles selber? Alles selber. Und darf ich fragen, was das eigentlich ist? Hä? Macht, schneidet der selber alles komplett? Ja. Du bist der Einzige, der das hat, oder? Ja, Bayern ist... Achso, du warst der Erste in Bayern. Wahnsinn. Okay, ja. Cool. Die braucht aber eine kleine Maschine. Okay, sehr geil. Okay, ja, dann nehme ich einen Döner, einen Dürüm. Eindruck? Cool, cooler Laden. Man cooler sieht, dass ja. Also die Sachen sehen sehr frisch aus. Das war Döner. Danke. Oh, danke. Zum Hier essen, ja. Eine Riesentheke. Allerlei Sachen drin. Frisch, sauber, alles clean, die Scheiben sauber, also wirklich clean. Er bietet von Zigarra-Börek bis Baklava. Alles frisch, selber gemacht. Offener Bereich. Erster Eindruck von dem Dönerladen ist, er sieht schon sehr gut aus. Der Spieß ist ein selbstschneidender Spieß, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das Fleisch dreht sich und ein Roboter schneidet das Fleisch alleine runter. Ich kann euch noch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es macht schon einfach einen sehr guten Eindruck. Wir haben einmal einen Dürüm bestellt. Es ist wirklich der größte Dürüm und dickste und schwerste Dürüm, den ich je gesehen habe. Der wiegt ein Kilo, mindestens ein Kilo. Also da ist wirklich Power drin. Und hier haben wir den Döner, Freunde. Er sieht gut aus, simpel gehalten. Zwiebeln, Blaukraut, sagt man Blaukraut? Ich weiß es nicht, ja. Weißes Kraut habe ich jetzt nicht gesehen, Salat, Soße, auch eine gute Menge an Fleisch, das Brot selber gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, Fleisch, richtig nice, Soße, könnte man jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen zu viel drin, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, richtig nice die Soße, schön süß, joghurtlastig, die Kräuter merkt man, Zwiebeln geil, ich habe ja auch leicht scharf gemacht, also minimal. Das Brot, Freunde, richtig kross unten, ja, man sieht man das gut. Ich habe gerade gefragt, die backen das Brot selber, alles einfach, ist ein Top-Döner, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, es gibt nichts zu meckern. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sagen muss, ich positioniere mich jetzt mal so, ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet.
Das Fleisch dreht sich immer gleichmäßig, wird immer gleichmäßig abgeschnitten. Somit müsste es eigentlich immer die gleiche Qualität haben. Ich habe mir kurz in dem Moment gedacht, ah, Maschine schneidet das Fleisch. Von Menschenhand müsste das echt deutlich besser sein, aber hat mich eines anderen belehrt, weil wenn ich das Fleisch hier anschaue, sieht man das. Schaut mal, richtig nice. Und hier auch, wenn man den Döner so anschaut, ja, wirklich gutes Verhältnis von Fleisch, Gemüse, Soße. Das ist ein Top-Döner. Probieren Sie den Döring-Döner, den Sie unmöglich schaffen können. Oh Gott, das mache ich mal weg, dezent. Probier mal. Ich finde halt, bei einem Dürüm zählt der erste Biss fast gar nicht, weil da kann auch nicht so viel Fleisch und Gemüse sein, da hast du gefühlt nur Brot im Mund. Ich finde es lecker. Was mir gleich auffällt, ist dieses Brot. Man merkt sofort, dieses Brot ist so richtig, also es ist selbst gemacht, selbst gebacken. Und es ist auch, obwohl es so dünn ist, trotzdem teigig und weich. Und die Joghurtsoße ist auch sehr, sehr lecker. Es gibt so einen frischen Kick. Fleisch ist trotzdem noch im Vordergrund und der frische Salat und die Zwiebeln. Also es schmeckt richtig, richtig lecker und frisch. Ist auf jeden Fall der größte Döner, den ich je gesehen habe. Der dickste und... Gerät. Es ist echt der Gerät. Ey, kann es sein, dass das der Gerät ist? Wie jeder Roboter bietet auch ein Döner-Roboter handfeste Vorteile, findet der Hersteller. Was? Kennst du früher so, ich weiß nicht, 2016 oder so, war bei Stefan Raab ein Typ, der hat gesagt, der Gerät schneidet der Fleisch selbst und... Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein, der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der ist gut. Ja? Bisschen zu viel Salat für mich jetzt, zu viel Gemüse. Okay. Ja, aber die Soße ist on point. Und was sagst du zum Brot? Brot ist auch gut, Mann. Man merkt noch diese leichte, ja. Diese Mehlschicht. Ja. Ja. Verhältnis hat man hier so einen halben Ring. Fleisch, Salat. Ich muss noch mal ein bisschen nehmen, aber finde ich gut. Schau mal dieses Brot an. Oben hier auch dieses leichte... Den Anschnitt vorm Backen. Da macht man mit dem Messer einen Cut rein. Und das sieht so frisch aus. Das ist so bliesend gerade, dieses Brot einfach. Das könnte der deutsche Ferhat sein. Hier. Ich muss ehrlich sagen, der Döner ist, der scheppert. Also der ist ja, richtig krass. Der ist richtig gut. Und wie gesagt, muss man auch hier wieder sagen, ich finde, es schmeckt einfach richtig... Frisch, selbstgemacht. Null Fastfood-Feeling, muss ich ehrlich sagen. Der Döner schmeckt gesund. Das Brot, das Fleisch, die Zwiebeln, alles, was da drin ist, hat wirklich eine eigene Kraft. Dann kriegst du hier noch Pepperoni-Teller dazu. Boah, doch, Döner ist Fastfood, natürlich. Viele Leute denken, Fastfood ist McDonald's, Burger King. Das ist, natürlich ist es auch Fastfood, aber in erster Linie ist es Junkfood. Und Fastfood ist schnell serviertes Essen. Und schnell zubereitet ist es. Das ist alles. Almdudler, Ayran, Dönergut, Dürimgüt, Güt. Und Freunde, ich sage euch ehrlich, der Laden hat auch einen wunderschönen Ausblick. Die Sonne strahlt gerade über das Bahnhofsgelände und die Gleise. Brot wird live vor den Augen der Kunden gemacht. Du kannst zuschauen, wie sie es machen, wie sie deinen Döner einfach vom Mehl bis du ihn auf dem Teller serviert hast, siehst du den kompletten Vorgang live. Der Döner ist richtig gut. Danke. Ist richtig gut, ehrlich. Fleisch, ihr macht Brot, ihr macht alles selber, seit über 20 Jahren. Ja. Chi-Köfte noch mal geschenkt bekommen. Dieser Döner ist eine Ansage, ich sag euch ehrlich. Es ist, wir gehen raus, boah, das Chi-Köfte, das ist scharf. Dankeschön. Gerne, aber bis nächstes Mal. Ich komm wieder, versprochen. Dankeschön. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Stell dir mal vor, die Tür wäre jetzt nicht aufgegangen, wäre so fail gewesen beim Rausgehen. Ja, Freunde, ich sage euch ehrlich, ich habe schon gehört, er soll sehr gut sein, aber
er war mindestens dreimal, viermal, fünfmal besser, als ich gedacht habe. Und ich kann nur jedem empfehlen, kommt hierher, probiert diesen Döner. Das Team ist nett, das Essen ist gut, es ist frisch, die Qualität ist heftig. Auch dieser selbstschneidende Roboter ist einfach, ich weiß nicht, ich fand es einfach cool. Jeder, der hierher kommt, wird danach unter mein Video schreiben, okay, Randy, der Döner ist extrem gut. 6 Euro für einen Döner ist verhältnismäßig, sage ich mal, viel Geld für den Käufer und sehr wenig Geld für den Verkäufer. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist umsonst, gratis und hilft mir sehr weiter. Und lasst einen Kommentar für den Algorithmus. Wir haben nichts bezahlt für den Döner. Und nichts bezahlt für die Getränke. Sehr, sehr geile Aktion. Danke nochmal wirklich. Palapalukis. Wie heißt der Laden? Ich habe den Namen wieder vergessen. Pamukkale. Pamukkale.